Wenn ihr an der alten Festung die richtig großen Brocken fangen wollt, dann seid ihr hier an diesem Topspot genau richtig. Also der absolute Topspot an der alten Festung für die meisten Fische mit einer super Frequenz, mit richtig großen Brocken, ist einfach hier auf 2167. Das ist schon der Inbegriff des Spots an der alten Festung. Wo bist du an der Festung? 2167. Ja klar, wo sonst? Immer wieder gut. Und hier gibt es verschiedene Stellen und verschiedene Möglichkeiten natürlich auch zu angeln. Wir können hier auf Schleien angeln, auf Giebel und Karauschen. Wir können hier auf Barsch angeln, wir können hier auf Aal angeln. Wir können hier auf Hechte richtig gut angeln. Und natürlich auf Amure, schwarzer Weißamur oder auf Schuppenkarpfen. Hier geht richtig was rein. Heißt also für dich, wenn du hier anfängst an der alten Festung und du schmeißt hier an der Stelle mal sowas wie eine Kartoffel raus. Aufpassen, denn hier können die dicken Brocken reinballern und wenn du das willst und dein Setup das mitmacht, ist das alles schön und gut. Wenn es das nicht mitmacht, rennst du erstmal eine schöne Strecke um die Festung herum und lässt dich schön von dem Fisch an der langen Leine um den See ziehen. Richtig schön. Kann man natürlich machen, wenn man da Bock drauf hat. Ich gehe da lieber mit einem etwas größeren Setup ran und wenn ich ein etwas zu kleines Setup habe, weil ich vom Level vielleicht noch nicht so groß bin, vielleicht gerade Level 12 das erste Mal hier, dann geht man da einfach nicht hin an diesen Spot, sondern man nimmt einen der anderen Spots, da kommen wir dann später auch noch zu. Hier an der Stelle einfach mal testen, guckst dir an, gerade ausgeworfen auf Kartoffel, schon ballert hier was Schönes rein. Geht halt immer ganz gut. Schöner Schuppi, naja, der macht auf dem kleinen Setup noch nicht so richtig Radau, aber ihr seht, selbst hier ohne Futtermische klappt das schon mal ganz gut. Von der Weite her gibt es dann auch wieder Variationsmöglichkeiten. Wir werfen verschieden weit aus. Oh, jetzt müssen wir schon aufpassen hier. Das heißt, wir werfen einmal im Nahbereich aus, hier vorne, wo das Grünzeug direkt ist. Das sind so um die 10 Meter vielleicht, 12 Meter. Und dann werfen wir aus da hinten 17, 18 Meter. Je nachdem, wie nah ihr am Ufer steht. Vielleicht auch mal 9, na, komm mal zurück hier. So, wenn ihr hier hinten so steht, vielleicht auch so um die 19 Meter herum. Oha, seht ihr mal, da haben wir schon den nächsten Amur. Also, wenn ihr hier die dicken Brocken haben wollt, einfach nur hinstellen, Köder rauswerfen, ballert rein der Fisch. Zack, 9 Kilo. Mit dem Feederset Start werdet ihr jetzt schon gerannt. Bestimmt 10 Minuten um den halben See. Erstmal herum diesem kleinen Fisch hinterher. Deswegen lohnt es sich halt nicht so richtig, mit diesem Setup auf solche Fische zu gehen. Man kann das mal machen, aber wie gesagt, ich zeige im späteren Verlauf dieser Serie auch noch einen Spot, wo man das deutlich besser machen kann. Ich klippe mal jetzt hier an der Stelle so auf 19 Meter, werf das mal richtig schön weit raus hier, zack, jawohl. Und dann habt ihr gesehen, man landet direkt da hinten in dieser kleinen Lücke zwischen dem Schilf und hier diesem Baumstamm, genau da in dieser Lücke. Da lohnt es sich auch immer, auf Amure zu gehen, auch wenn man später, wie gesagt, mit Boilies da hier rangeht und man möchte die etwas größeren Brocken rausziehen. Genau dahin lohnt sich. Andere Möglichkeit, man stellt sich eher hier hin und wirft dann so ungefähr 15 oder 17 Meter aus in diese Richtung, kann man auch sehr gut machen. Hier an der Stelle stehe ich auch immer, wenn es darum geht, hier ins Spinning zu gehen. Heißt also, wenn ich hier auf Barsch aus bin oder wenn wir hier auf Hechte angeln, dann wirft man geradeaus durch, zack, hier in diesem Bereich und dann zieht man hier quasi durch. Auch dazu gibt es auf dem Kanal verschiedene Videos. Einfach mal googeln sozusagen. Es gibt ja im Kanal, auf dem YouTube-Kanal gibt es ja oben rechts dann nochmal die Suche auf dem Kanal und wenn man da dann alte Festung eintippt, findet ihr dann Schleien, Brassen,
Hecht, Barsch und so weiter und so weiter. Alles, was ihr braucht für das Angeln an der alten Festung. Jede Menge andere Spots natürlich auch noch dazu. Aber eben auch immer wieder diesen Spot oder eben diese Spots, die ich jetzt hier in dieser Serie zeige. Ja, von den Ködern, wie gesagt, muss man auch hier an der alten Festung so ein bisschen mehr variieren. Wenn man anfangs an dem Moskito war oder beziehungsweise auch am Windenbach war, kann man einfach nur den Köder reinwerfen und es lübt. Hier wird es jetzt langsam spezieller. Ab der alten Festung braucht man ein bisschen mehr Skill. Das heißt, man versucht natürlich verschiedenste Teigköder zu testen. Die Klassiker, wie gesagt, Kartoffel, Tauwurm, Käse, das geht natürlich auch immer gut. Das Kohlblatt kann man zum Beispiel auch verwenden, gerade wenn es manchmal so ein bisschen regnerisch ist, da können dann auch schon mal die Amure draufgehen auf grünliche Köder. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man testen kann. Die Tiefen, die muss man natürlich testen. Einmal natürlich, wie weit wirft man aus und beim Posenangeln natürlich auch wieder in der Tiefe. Geht man eher ein bisschen ufernah, wenn es sehr warm ist, dann kann man auch im etwas ufernahen Bereich angeln. Wenn es eher kalt ist, vielleicht ein bisschen tiefer angeln, ein bisschen weiter draußen angeln. Dann hat man da dann auch wieder beim Posenangeln mehr Erfolg. Ja, direkt nebenan, wenn man hier in diesem Bereich angelt, direkt nebenan findet man auch noch ein bisschen weitere Stellen. Das Ganze kann man ja hier wieder ein bisschen größer fassen. Auch das hier ist wieder quasi ein Spot. Hier kann man auch Aale fangen. Genauso kann man auch hier Aale fangen an den Seerosen. Also die gesamte Area hier richtig top zu beangeln, richtig gut. Auch hier kann man natürlich noch weiterlaufen in diesem Bereich. Und dann vielleicht hier in diesem Nahbereich angeln oder hier vorne. Also das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Wobei es eigentlich immer wieder richtig gut speziell hier funktioniert mit dem Angeln. Mit einer großen Auswahl an Fischen. Wenn man dann, wie gesagt, auch noch die Boilies mit ins Spiel bringt, dass man da auch noch verschiedenste Boilie-Kombinationen und Futtermischen anwendet, dann kann man hier richtig, richtig gut rausziehen. In Trophäengröße, also die richtig großen Brocken natürlich auch bei den Amuren. Schuppenkarpfen habe ich immer noch nicht geschafft, die anhaltende Festung. Den muss ich irgendwann auch nochmal kriegen. Aber sie werden mit der Zeit immer größer. Irgendwann kriege ich ihn auch noch. Ja, so viel dazu, zu diesem Spot. Wichtig, wie gesagt, Köder testen, verschiedene Köder testen. Und wenn ihr zu fein seid mit dem Setup, vielleicht einfach lassen, nehmt euch den anderen Spot, der demnächst dann auch erscheint. Da ist es dann deutlich angenehmer und leichter. Da werde ich dann auch nochmal explizit sagen, das ist ein Spot für leichtes Setup. Und da macht das Angeln dann auch an der alten Festung Spaß. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.